Prüfe, wer sich ewig bindet. Und ich habe jetzt mal so grob ein paar Punkte aufgeführt, die es eben mal gilt zu hinterfragen. Ja, wie gesagt, viele Broker sind sehr, sehr fair und ich kenne einige Broker, mit denen ich auch eine gute Freundschaft habe und wo ich auch selber Konten hatte, die jetzt, wie gesagt, jetzt in erster Linie nicht daran nur interessiert sind, am Kunden Geld zu verdienen durch seine Verluste oder anderen Schabernack zu treiben. Wie gesagt, die Branche ist groß genug und es gibt auch viele, sage ich mal, Ritter, die da ein faires Prinzip vollziehen. Aber wenn man eben Market Making betreiben kann durch so eine Lizenz, die übrigens mehr kostet, also eine Market Maker Lizenz ist allein schon von der Lizenzierung her wesentlich teurer, weil man dadurch auch langfristig größere Einnahmen erzielen kann oder auch ein anderes Sicherheitsvehikel haben muss, ist es aber so, fragen Sie sich mal, ob Ihr Broker eine Market Maker Lizenz hat. Und wenn er sie hat, muss er sie nicht gegen sie einsetzen, aber er könnte es. Vor dem Hintergrund, dass er eigene Produkte auflegen kann, ein riesen Produktuniversum schafft und dergleichen und auch, sage ich mal, außerbörslichen Handel anbieten kann, ist das natürlich völlig legitim. Servus. Ist das natürlich völlig legitim, dass man sowas sozusagen durchführt. Ja, also wie gesagt, es ist per se grundsätzlich nicht schlecht. Das muss nochmal ganz klar gesagt werden. Aber prüfen Sie es mal. Wenn die gar nicht existiert, ist schon mal die erste Lanze gebrochen. Und dann natürlich hier die nächste Frage. Schreiben Sie ruhig meine E-Mail. Oder fragen Sie den Kundensupport, ob es eben sowas gibt wie Dealing Desk, B-Booking, Market Making direkt gegen den Kunden. Mal unverblümt fragen und einfach mal die Antwort abwarten. Zudem aufgeblasenes Marketing. Ich will jetzt keine Broker nennen, aber Sie werden es vielleicht auch schon erlebt haben, dass Broker, die relativ aggressiv werben und die noch kein Jahr am Markt sind, teilweise auch durch höhere Groups finanziert werden, um in erster Linie auch Kundengelder abzuholen, die eben, das erklärte ich ja gerade vor 5 Minuten, schon rein intuitiv davon ausgehen, dass 90% der eingezahlten Summen eh verloren werden. Also warum nehmen wir die nicht ins eigene Buch? Ist doch ein relativ lukratives Geschäft. Und deswegen kann man auch langfristig oder, sag ich mal, gestützt durch eine große Company gleichzeitig auch schon riesen Marketingkampagnen fahren, um eben alle abzuholen, die am Markt schnell reich werden wollen. Und machen wir uns nichts vor, die Illusion der Börse ist ja die, ich gehe morgen dahin und übermorgen gehe ich als Millionär raus. Ja, es wird immer verkauft. Ich meine hier, was der Micha macht mit den IB-Days, das ist auch sehr transparent. Das klärt auf, hier sind viele professionelle Future-Händler, Marktteilnehmer, Forex-Händler, auch viele Teilnehmer, die wirklich schon lange am Markt sind und die im Prinzip hier, und das kostenfrei ist eh der Knaller, transportieren, worauf es am Markt ankommt. Und da ist es eben nicht so, dass man die Münze wirft oder dass man heute reingeht und morgen rausgeht und Millionär wird, weil die Illusion wird einem hier sicherlich genommen. Das Marktgeschäft ist mega scharf, aber es gab und gibt eben Werbespots, wo ich hier mit meinem Kalperin ja am Strand liege, mal ebenso auf meinem Tablet da ein paar Orders abfeuere und übermorgen reich bin. Ja, das ist natürlich die absolute Illusion, weil ihr wisst genau, wie in den großen Händlerräumen das aussieht oder auch, dass zum Beispiel Raketenwissenschaftler und Diplomphysiker bei Goldman Sachs tagtäglich an Strategien arbeiten, die den Markt irgendwo abcatchen. Und man darf ja nicht glauben, dass man dann, sage ich mal, da Kalperin ja schlürfend liegend denen das Geld aus der Tasche zieht. Das ist ja wohl der Riesentrugschluss. Aber große Marketingkampagnen läuft, ne? Nach dem Motto, wir sind hier ganz schnell dabei. Deswegen auch der Punkt mit den binären Optionen vorhin. Teufelszeug. Ja, sage ich ganz klar, weil das ist nun mal nur ein Market-Making-Produkt. Das heißt, es gibt ja gar keinen realen Handel. Das Ding wird ja vom Broker dir hingeworfen und dann tu oder stirb. Und auch da gibt es Algorithmen, meine lieben Leute, die ihr Profil lesen und hinten raus, selbst wenn sie damit, ich kenne jemanden, der hat damit 6 Monate lang richtig gutes Geld verdient. Und der war überzeugt davon, dass er es schafft. Und ich sage, mein Junge, pass mal lieber auf, fang mal lieber auf, auszuzahlen, weil es könnte sich rächen. Und unterm Strich hat er zwar noch was retten können von seinem Profit, aber er hat einen großen Verlust danach erlitten und wusste nicht, woran das liegt. Der Punkt war, seine Ausführungen waren dann nicht mehr die sozusagen orakelt wurden, sondern der Anbieter dessen hat dann praktisch wirklich casinomäßig an den Hebeln gedreht und deswegen Teufelzeug. Dass die BaFin natürlich dann aber CFDs und binäre Optionen in einen Topf wirft, halte ich schon für ein bisschen verwerflich, weil mit dem CFD selbst hat man als kleiner Marktteilnehmer natürlich den Zugang zum Markt und auch einen relativ transparenten Zugang, das muss man wissen. Ja, aber die BaFin hat ja zum Glück am Hebel rumgeschraubt, regulierungstechnisch muss man mal abwarten, was da kommt. Aber grundsätzlich sind die CFDs ja hier in Deutschland, anders als in Belgien zum Beispiel, nicht verboten worden. Und da sind wir eigentlich auch stolz drauf, dass das zumindest funktioniert hat, weil man muss eben hinten raus sagen, es gibt solche und solche Produkte. Und ganz ehrlich zwischen uns, wer von euch kann denn das Pricing eines Knockout-Produktes oder Optionsscheins nachvollziehen? Ja? Also ich meine, wenn man da ein CFD als Teufelswerk bezeichnet, dann denke ich mir mal, schaut euch mal die ganzen Berechnungen zu einem Optionsschein an. Das ist schon auch hohe Mathematik, daraus zu finden, wie der An- und Verkaufspreis da zustande kommt. Also aufgepasst. Aber letztlich aufgeblasenes Marketing, nochmal zurück zum Thema.
Wenn man hier verkauft, dass Geld verdienen an der Börse leicht ist, eben mit einem Kai Berinja, dann ist das wirklich ein Thema, wo viele Leute angezogen werden, die eben schnelles Geld einzahlen und das Geld eben schnell nach hinten wieder wegfliegt. Ein anderer Punkt ist die Kontenvielfalt. Da stellt man sich doch berechtigterweise die Frage, warum man eine Unterscheidung macht zwischen einem Marktteilnehmer, der mit 5.000 Euro kommt, und zwischen einem Marktteilnehmer, der mit 50.000 kommt zum Beispiel. Ja? Der eine hat ein Silberkonto, der nächste ein Goldkonto, der wieder ein Platinkonto und dann gibt es noch das VIP-Konto. Was ist das denn für ein Quatsch? Alle haben unterschiedliche Preise und unterschiedlichen Marktzugang. Das ist ja irgendwo ein bisschen merkwürdig. Ja? Ich meine, klar kann man irgendwelche Kunden upgraden, wenn sie viel Volumen machen. Ja? Oder man kann ihnen sozusagen, was wir tun, bei der Handelskommission entgegenkommen. Ja? Wenn große Sizes gehandelt werden von Family Office Vermögensverwaltern, dann kriegen die natürlich, wenn sie hohes Volumen machen, günstigere Kosten. Also besser gesagt, die Handelskommission, das Einzige, wo wir Geld verdienen, die kann sich dann durchaus noch reduzieren, ja? Bei hohem Volumen. Aber eben dann von vornherein schon ranzugehen und zu sagen, Kunde, du hast jetzt hier ein kleines Konto, also kriegst du mal das Silberdach ummantelt und dann kann man auch davon ausgehen, dass das teilweise eben Konten sind, die zu 99% alle in einem B-Book-System reinlaufen. Weil gerade die kleinen Konten teilweise dazu verdammt sind, vor die Wand gefahren zu werden, weil die Kunden eben schnell den Gang runterschalten, überhebeln, viel zu viel spekulieren. Im Sinne dessen, ich will ja auch meinen Einsatz möglichst schnell verdoppeln. Wie gesagt, die große Illusion. Es funktioniert am Markt. Ja. Es gab genug Beispiele oder gibt es auch, wo in einem Jahr traumhafte Renditen erzeugt wurden. Aber immer vor dem Hintergrund, mit welchem Risiko. Und jetzt ist es teilweise natürlich auch so, gerade bei, das gehe ich heute Nachmittag drauf ein, bei gewissen Copy-Systemen ist es ja so, dass es überhaupt keine Zertifizierung der Copier gibt oder der Trader, die das raushauen. Da gibt es eben Marktteilnehmer, die eröffnen 10 Konten. Und da wird eben eine gewisse Strategie gefahren und 9 Konten werden platt gemacht und ein Konto ist das Siegerkonto. Und mit dem Siegerkonto geht man dann in so ein Copy-System und sagt, hier, das ist das heldenhafte Konto, jetzt können Sie mir alle folgen. Dann werden die Follower generiert, die dann natürlich der Rendite glauben, dass die wieder duplizierbar wäre. Aber das wird natürlich nicht passieren. Im Endeffekt geht es dann in dem ersten Kreis darum, viel Geld mit den Followern zu verdienen. Alles geht ins B-Book. Die Verluste des Kunden sind ja das Gewinn des Brokers, dass der Broker dann wiederum auch gern an den Copier dann ausschüttet, weil im Prinzip Dummies follows Dummies, also dummes Geld folgt dann auch praktisch dem dummen Kopierer. Und das ist dann so eine Geschichte, wo man sagt, wenn man das nicht prüft, wird es wirklich gefährlich. Und da komme ich heute Nachmittag auf einen interessanten Punkt, freut euch nochmal drauf. Aber Kontenvielfalt, wie gesagt, wenn das angeboten wird, stellt sich eben die Frage, warum macht man das? Und bei uns ist es so, egal von wo man kommt, egal mit wie viel Geld, Sie haben, und das ist bei uns die Mindesteinzahlungsgröße, 500 Euro, kann man jetzt darüber streiten, ob das zu wenig oder zu hoch ist, ja, aber mit 500 Euro kriegen Sie genau den Euro-Dollar-Preis, den auch eine Vermögensverwaltung bekommt, die mit 5 Millionen daherkommt. Ja, das ist ein Zugang. Das heißt, der Interbankenmarkt, der steht Ihnen zur Verfügung mit einem kleinen Konto, genauso wie eben dem großen Vermögensverwaltung mit einem großen Konto. Und das ist ja schon mal ein Riesending. Nächster Punkt, ich hatte vorhin das mit der Nachschusspflicht. Garantierte Stopps, wo gibt es denn sowas? Wer kann denn am Markt garantieren, dass der Preis wirklich ausgeführt wird? Natürlich kann man mit einem Stopp sein Risiko begrenzen, muss man auch. Und man sollte auch natürlich Risikomanagement betreiben. Aber man darf ja nicht, und da muss man immer wieder auf die Future- und Terminmärkte schauen, man kann ja doch nicht sagen, dass zum Beispiel DAX bei 10.001 zu 100% ihre Order dort garantiert ausgeführt wird, wenn sie dort einen Stopp haben. Das kann man ja eigentlich nur sagen, wenn man die Order ins eigene Buch nimmt. Garantierte Stopps. Gibt es am Terminmarkt nicht, wird es auch nie geben, genau wie gesagt, am Terminmarkt auch die Nachschusspflicht weiter existent bleibt, weil man ganz klar sagen muss, mit so einem Branding nach vorne zu gehen, zweifelhaft, zumal garantierte Stopps auch viel Geld kosten oder meistens auch einen Bonus kosten und ich sage mal, wir sind ja hier im kapitalistischen Prozess und es gibt letztlich nichts geschenkt und wenn man natürlich garantierte Stopps anbietet, dann auch vor dem Hintergrund unter Umständen damit Geld zu verdienen, aber die eigentliche Kernfrage ist, kann man einen Stopppreis überhaupt fixieren am realen Markt? Man kann es nicht. Und wenn es aber garantiert wird, dann kann man zu hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wenn ich so einen garantierten Stop aufnehme, dass die Order mit Sicherheit nicht an den Markt geht. Die ist dann im eigenen Buch des Brokers. So, und dann Spreads fern des realen Marktes. Ich sagte ja vorhin schon, Gott bewahre, es gibt aber in Europa auch noch Broker, die mit 2 Pips Euro-US-Dollar. Euro-US-Dollar ist übrigens das Major-Währungspaar, ganz kurz vorweg. Am Forex-Interbankmarkt ist es eben so, dass es viele, viele Währungen gibt, ja, und viele, viele Währungspaare natürlich. Und Euro-US-Dollar ist das liquideste und meistgehandelste Währungspaar. Und je höher die Liquidität, desto geringer das Spread. Und dann nimmt man Euro-US-Dollar eben immer als Maßgabe, um auch gewisse Vergleiche zu ziehen. Und der Spread ist eben hier, jetzt schauen wir uns das gleich an, aber im Prinzip so, dass der
eng ist. Man nennt das eben Core oder Raw Spread. Und wenn es in Europa Broker gibt, die hier mit 1,52 Pips oder noch mehr daherkommen, dann stimmt da irgendwas nicht. Und wenn sie nach Fernost gehen, ja, dann haben wir sogar Spreads, die sind ferner liefen. Da reden wir hier über Spreads, die sind bei 5 bis 10 Pips manchmal.